Auf unser Geburtstagskind. Auf Lars. Dankeschön. Auf dich. Wohin schicken Sie dich? West-Berlin. Ich bin stolz auf dich. A new life and a new name. We agreed that would be the best thing for her. Monatelang haben wir das geplant. Nacht für Nacht gebuddelt. Das ist die Grenze. An dem Punkt sind wir. Wenn sie sich bei den Qualifikationsläufen bewährt, kommt sie in den Kader für die Olympischen Spiele. Clara, weißt du, was das für uns bedeutet, für die Familie? Das öffnet Tür und Tor. Die ganzen Plätze, die nur Namen waren, die nur hier oben existierten. Ich werde da endlich überall hinfahren. Spionagestützpunkt Teufelsberg. Wir versuchen seit Jahren, die Anlage zu infiltrieren. Kriege werden nicht nur auf dem Schlachtfeld ausgefochten, sondern auch in der menschlichen Psyche. Die Zielperson, Lauren Faber, 43, geschieden. Es ist ein anderes Land da drin, Lars. Ich weiß, Vati. Lieben Sie Dickens? Sehr romantisch. Ich habe jemanden kennengelernt. Hast du ihn überprüfen lassen? Es ist lange her für sie. Sie ist sehr unsicher. Wenn du es im Bett hast, geh aufs Ganze. Was sind wir denn da? Mütterchen auf Abwägen. Er ist ein Motherfucker. Ich will einfach die Beste sein. Wenn Sie an ihr in den kommenden Wochen körperliche Veränderungen wahrnehmen, erschrecken Sie bitte nicht. Das geht dir nichts an. Jetzt hör mir mal zu. Du sagst ihm nichts, du hältst dich einfach raus. Was bist denn du für eine Mutter? Sie will es selbst, du fragst sie, sie will es so. Sag mal, kennen wir uns? Hallo. Vaters Haustier bei der NSA. Musst du alle Register ziehen. Aber die Lehre davon, wie Luftströmungen für Fluggeräte genutzt werden können, die ist ja nicht zugelassen. Ich will reden! Der wird dafür bezahlen. Are you interested in politics? Sollte ich auch nur ahnen, dass du ihr zu nahe kommst und diesen Einsatz gefährdest, fliegst du so schnell über diese Mauer zurück, dass du nicht weißt, wo oben und unten ist. Jetzt hast du endlich bewiesen, dass du sie beide gleich behandeln kannst. Du hast ihnen beiden das Leben versaut. Grimmer, LKA, was ist denn hier los? Ja, wer ist tot? Håkan Erling. Der Fußballer. Der Topspieler der deutschen Nationalmannschaft. Sie werden den Fall Håkan Erling gemeinsam leiten. Ich brauche kein Kindermädchen. Eine Menge Leute hat einen Hals auf Erling. Die ganze Stadt ist ein Pulverfass. Sieh zu, dass niemand ein Streichholz dran hält. Wenn wir nicht aufpassen, haben wir Ratzfatz. Ein Rassenkrieg an der Backe. Wenn eine Sache schief geht, geht alles schief. Mhm. Murphys Gesetz? Das ist nicht Murphys Gesetz. Nicht? Nee, nicht. Ich weiß nicht, ob ein Ruf. Aber am Ende machen wir den Täter klar. Das garantiere ich dir. Warum nie eine Linie überschritten? Ich stehe gerade an einer. Sie sahen aus, als hätten sie uns erwartet. Was hast du getan? Was ist los? Die Musik zu laut oder was? Die Polizei fährt verstärkt Streife.
Ich habe wirklich Angst. Ist gut. Hält dich im Leben. Dass ich dich mag, weil du mich an die Frau aus meinem Lieblingsfilm erinnerst. Welcher? Baby. Aus Dirty Dancing. So ein Unsinn. Typen wie du schauen nicht Dirty Dancing. Vielleicht so eine Art Fight Club. Ein Flug weit über alle Grenzen. Ein Leben auf einem Lichtstrahl. Das bin ich. Beat. Du kennst die Szene, du kennst die Leute, du bist ein Insider. Beat ist für jeden Geheimdienst von unschätzbarem Wert. Du bist niemand. Kein Mensch wird dich vermissen, wenn du einen Fehler machst. Es passieren unfassbare Dinge. Scheiße! Und die Musik spielt dazu. Dann versuchen wir es mal mit Ehrlichkeit. Es ist eine Tat, die schockiert. Die örtliche Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Kopf, Scham und Achselhaare. Kotgewebe, vielleicht Geruch. Ein Trophäenmord. Herr Staatsanwalt, sehen Sie sich das an. Das gesamte Gelände wird sofort durchsucht. Mit allen Leichnamen, die zur Verfügung stehen. Ihr war ein Meister am Werk. Ob der Täter aus dem persönlichen Umfeld der Sängerin kam, lässt die Polizei weiterhin offen. Die Fahne bleibt auf Hochtouren. Vielleicht war sie auch eine ihrer ganzen Männer. Mit Seliger und den anderen vom Internat war sie ganz eng befreundet. Wir haben da so eine Art Geheimclub gegründet. Worum ging's da? Riechen. Ja, wir haben auch versucht, Gerüche einzufangen. Im Achselgewebe befinden sich Duft- und Schweißdrüsen, ebenfalls im Intimbereich. Man könnte diese Drüsen extrahieren, damit ein viel stärkeres Parfüm herstellt. Wer begeht für sie die Morde? Verdächtige sie alle, selbst Elena Seliger. Hörst du, Seliger? Schau mich an. Das Beste ist, wir erzählen alles. Was hast du mit dir gemacht? Das kennt man doch. Das ist die Geschichte von diesem Kanui, der sich ein Parfum baut aus Frauen, die er ermordet hat. Ein Parfum, das macht, dass einen jeder liebt. Vor wem haben Sie am meisten Angst? Wie viele sollen noch getötet werden? Berlin gehört jetzt uns. Keiner kommt an uns vorbei. Gar keiner. Das sind gute 90.000 Euro im Monat. Ey Leute, mein Mann hat das heftigste Auto. All in. Das ist meins. Das wird der Anfang.
Du legst Feuer in der Stadt. Kein Wunder, dass man Feuer bei dir legt. Ich habe mir die Besucherakten angesehen. Warum war Toni seit 8 Monaten nicht mehr hier? Sie müssen meinen Bruder sofort aus Tegel rausholen. Ich werde Sie persönlich dafür verantwortlich machen, wenn meinem Bruder was passiert. هلا توني صار زلمي ميت تمام راح يقتلوه. Ihr Bruder bringt Menschen um. Bist du so blind, Mann? Dein Bruder ist ein Verräter. Ich habe meinem Vater versprochen, dass ich für die Familie da bin. Und ich werde immer für die Familie da sein. Es tut mir leid. Ich hätte auf dich hören sollen. Ich verrate meine Familie nicht. Was passiert eigentlich, wenn wir Drogen bei Ihnen finden? Ich befürchte, wir müssen das Jugendamt einschalten. Man müsste die Kinder in behördliche Obhut bringen. Du schleichst dich aus der Wohnung. Steigst du den Scheißbullen ins Auto? Ha, Amara? Klar mich ab! Klar mich ab!